Ja, die AfD versucht es wieder, Münster zu erobern. Sie haben es ja jetzt schon mehrere Male probiert, in Münster Fuß zu fassen, indem sie Prominente aus Deutschland ihrer Partei hergeholt haben, um dort eine große Macht zu demonstrieren. Jetzt versucht sie es wieder. Am 8. August hat sie die Stadthalle Hiltrop angemietet, um dort ihren Wahlkampfauftakt stattfinden zu lassen. Die Strategie dahinter ist natürlich, der AfD zu versuchen, erstmal Macht zu demonstrieren, zu zeigen, wir sind da, wir sind eine ganz normale Partei, so wie jede andere. Und gleichzeitig versucht sie eben auch, Mitläufer dorthin zu bekommen, die dann wiederum mit ihnen zusammen Hassplakate aufhängen gegen Flüchtlinge, gegen Muslime, um darüber eben weiter Fuß zu fassen. Und ich denke, Münster hat eine gute, lange Tradition des Widerstandes gegen rechts. Wir hatten ja im Winter noch gehabt eine große Massenkundgebung gegen die AfD. Und ich denke, wir sollten jetzt daran anknüpfen und gleichermaßen eben mit voller Kraft gegen die AfD-Veranstaltung mobilisieren. Die AfD lädt Jörg Meuthen ein, das ist ihr Bundesvorsitzender, der sowas wie der Schutzpatron eines Björn Höckers ist. Also der Jörg Meuthen hat sich gegen den Ausschluss von Björn Höcker gestellt. Er hat die sogenannte Dresdner Rede in Schutz genommen, wo Björn Höcker im Prinzip den Holocaust verharmlost. Und diese Person ist jetzt eben auch mit als prominenter Gastredner dort in Hiltrop am Start. Und das ist auch keine Überraschung, der lokale AfD-Spitzenkandidat Martin Schiller ist jemand, der wirklich getrieben ist vom Hass gegen Flüchtlinge, der wirklich versucht, hier eine rechte Formierung aufzubauen. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir alle mit allen Kräften versuchen, eben dort klare Kante zu zeigen gegen Rassismus. Und ich bin sicher, das wird uns auch gelingen.